Nach 4 Liga-Pleiten in Serie war dieser Coup gegen Aue schon eine bemerkenswerte Wiederauferstehung der Tiffert-Mannen. Heute Kontrastprogramm in Luckenwalde, der FSV zuletzt auch richtig gut. Unentschieden in Erfurt, davor Auswärtssieg beim BAK. Besser ins Spiel kommt aber Himmelblau, das ist die 6. Minute und Kopfballstange. Da lag die frühe Führung für den CFC nach prima Löwe-Flanke in der Luft. Dann Freistoß, andere Seite. 14 Minuten absolviert, es übernimmt Flath und der macht's gut. Es macht Patsch am Pfosten. Glück für den CFC und Jakubow. Viele runde Bälle und Luckenwalde hat da mit Daniel Becker einen Spezialisten. Und der Kopfball von Rankic landet auf der Latte, zum zweiten Mal Aluglück für Chemnitz. Andere Seite, Ecke CFC, Löwe, Müller verlängert und Brückmann. Einzige Startelf-Veränderung im Vergleich zum Aue-Spiel, scheitert an Ticks. Dann ist auch schon Pause. So richtig begeisternd ist der Auftritt von Christian Tifferts Mannschaft nicht. In Halbzeit 2 sinkt dann für sie das Niveau. Schon 75 Minuten rum, Beckers Schuss abgefälscht. Einsiedel und Plumpe, Luckenwalde jubelt. Aber nur ganz kurz, das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits. Und das ist wohl richtig, Einsiedel rechts am Bildrand, knapp in der verbotenen Zone. Die FSV-Ultras müssen sich zurückhalten. Schlussphase. Gollnack, kleiner Zupfer gegen Jakubow, dafür gibt's Gelb vom Schiedsrichter und dann kann der Angreifer anscheinend die Klappe nicht halten und so sieht er innerhalb von wenigen Sekunden Gelb und Gelb-Rot. Chemnitz gut 10 Minuten in Überzahl, aber die letzte dicke Chance des Spiels hat Luckenwalde, Plumpe über den Kasten und für den Auftritt des CFC in Durchgang Nummer 2 haben wir diese symbolhafte Szene rausgesucht. Das war nix, aber Tiffert war trotzdem nicht unzufrieden. Ich kann der Mannschaft vom Engagement keinen Vorwurf machen, auch nicht vom Einsatz und vom Willen. Wir wollten intensiv gehen, das haben wir heute getan. Deshalb ist das Ergebnis enttäuschend, aber nicht der Auftritt. Naja, beim Fußball gehen die Meinungen ja oftmals auseinander und ganz ehrlich, ich fand den Auftritt in der zweiten Halbzeit ganz schön dünne. In der Liga geht's halt um nichts mehr für den CFC. Nächste Woche kommt Lichtenberg.